Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zurück bei Knights of Honor. Quatsch. Lords and Villains. So heißt das Spiel. Wir werden mal versuchen, eine... Wie kann ich denn Vorlagen... Warte mal, das ging doch hier rüber, oder? Vorlage erstellen. Ich nenne es mal Standard... Haus. Mit Zone, mit Bäumen. Vorlage wurde erstellt. Denn ich würde gerne, also hatte ich ja gestern schon gesagt, ja, sehr schön, meine Fischer umziehen lassen. Ah, kiek mal, die passen perfekt hier rein. Ich würde es aber gerne hier hinbauen. So. Jetzt warten wir mal ganz kurz ab, bis die Nacht vorbei ist. Und anschließend werden wir hier... Achso, halt, 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 halt. Ich muss auch noch das Fischereigebiet ändern. Geht gar nicht weiter. Gut, dann machen wir hier das öffentliche. Das neue Fischereigebiet. Angel, Angel, Angel. Fischernetz. Fischernetz, Fischernetz. Schwangerschaft! Oh mein Gott! Es passiert wirklich! Einem deiner Dorfbewohner wurde das Geschenk eines... was? Einem deiner Dorfbewohner wurde das Geschenk neuen Lebens zuteil. Erwarte in den nächsten Tagen die Niederkunft eines neuen Familienmitgliedes. Hahaha, die Pieps. Die Pieps haben gevögelt. Und zwar Bonifaze und... Na gut, ist egal. Waldehilde, wer seid ihr? Ah ja, ihr habt ja schon ein Kind. Ergo, können wir auch hier schon mal ein neues Möbelstückchen bauen? Ein neues Bettlein. Keine Ahnung. Wie gesagt, dieses Haus muss sowieso irgendwann mal größer gebaut werden. Wir setzen es mal hier hin. Also, die Boniface ist schwanger. Oder? Boniface, die Frau? Nee, Waldehilde, hier. Die ist schwanger. Perfekt. So, jetzt, meine Damen und Herren. Und ich hoffe, das geht so einfach. Und zwar, dieses werden wir zurücknehmen und werden es der Familie Cocon geben. Das Fischereigebiet werden wir Leopold Osmond entziehen. Und wir werden die Zone löschen. Plus die Gegenstände, die da drin stehen. Mal gucken, wo die alle sind. Da. Da ist noch eine Angel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und jetzt werden wir dieses Anwesen... Achso, ich habe es gar nicht... als Haushalt genommen. So, das bekommt die Familie Osmond und das Fischereigebiet ebenfalls. So, dann lassen wir die Familie jetzt nämlich umziehen. Ach so, da fehlt ja noch eine ganze Menge. Wir haben ja hier noch ein paar andere Sachen stehen. Stimmt. Dann kriegt ihr noch das dazu. Wir brauchen auf jeden Fall Fässer. Ich denke, drei sollten diesmal ausreichen. Und natürlich die Ladenzeile. So, dann gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen Wege reinsetzen. Oder lasse ich die Wege? Lass die Wege. Scheiß drauf. Soll die hier durchs Gemüse latschen?
So, Bau nicht leistbar. Die Organisation hat nicht genügend finanzielle Mittel, um sich Dienste professionellen Baumeisters leisten zu können. Oh, das ist natürlich nicht gut. Kann ich der Familie Geld geben? Das ging doch irgendwie. Gewähren. Osmond. Oh ja. Ich gewähre euch mal ein Gold. So, ich hoffe, dass ihr dann euer Haus da bauen könnt. Haben die jetzt ein Gold bekommen? Also eins ist auf jeden Fall bei mir raus. Ja. So, könnt ihr euch jetzt zufällig den Bau leisten? Das fucking Regal wird einfach nicht gebaut. So, hier können wir übrigens auch schon mal alles löschen. Und wir machen hier nochmal ein bisschen Rasen hin. Notvorrat an guten Mahlzeiten. Naja, okay. Oh, wir sind fertig. Okay. Um fortschrittliche Strukturen aus Stein und Stahl bauen zu können, benötigst du einen fähigen Architekten. Baue diesem eine Niederlassung in der Baumeistergilde, damit er Aufträge anderer Leibeigener annehmen kann. Alles klar. Familie anfordern. Die Familie Gifford wird unser Architekten. Familchen. Goldiva, Stufe 4, Familiengröße 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bauen wir denen ein Haus? Wie ist denn die Familie aufgebaut? Drei Pärchen. Dann würde sich das hier tatsächlich anbieten, ne? Dieses Haus zu kopieren. Zwar dieses hätte ich gerne. Standard Haus 6E. Nee, ich will Vorlagen. Kann man das hier übrigens nochmal umbenennen? Nee. So, Standard Haus 6B. Hey, der Schwede, ich sehe überhaupt nichts. Okay, ich muss mal ganz kurz warten. Nee, obwohl heller wird's nicht. What? Wo ist denn der Eingang? Where's the main entrance? Warte mal, also so wäre es so. Eigentlich müsste ich jetzt ein Architekten-Dings bauen. Oh, dieses Feld muss weg. Also, Architektenbüro kommt hier hin. Und ich setze die Familie einfach mal grob hier hinten hin. Oh, passt aber perfekt vom Weg her. So, die Familie Gifford. Bitteschön. So, Architektenbüro machen wir dann, wenn wir hier so ein bisschen die Grundstrukturen gesetzt haben. Alter, wir haben noch so viele Bauaufträge. It's so much to do, my friends. So, Temperaturen sind noch normal, das ist schön. Kein Zugang zu Strukturen. Was? Das ist ja Quatsch. Warum sollte man da nicht rankommen? Das ist ja richtiger Quatsch. Hier liegen übrigens überall Äpfel unten, ne? Kann man aber nicht sammeln. Warum auch immer. Ach, guck mal, jetzt regnet's. Habe ich mich doch gefragt gehabt, ne?
Wer wart ihr? Ah, shit. Bau ist wieder nicht leistbar. Die Osmonds brauchen nochmal Geld. Die Osmonds haben ja wirklich gar kein Geld. Warte mal, ich gebe euch mal 3 Gold. Die Giffards kommen auch nur mit 1 Gold. Den gebe ich auch mal 2 noch. So. Was? Oh, der ist eingeklemmt. So, sorry. Ja, das ist aber auch schon wieder so dämlich. Warum baut man denn das? Also es muss ja das Fass gewesen sein, weil es gebaut worden ist. Und wieso baue ich das Fass von hinten, so dass kein Mensch mehr rauskommt? Kein Zugang zu einer Struktur. Was heißt denn das? Bau nicht leistbar. Alter, ich habe euch gerade Geld gegeben. Alter, wieso baut ihr gerade das Dach zuerst? Seid ihr dämlich? Ihr seid ja krass. So, ihr arbeitet aber auch schon, oder? Naja, obwohl, ja, die ersten Fischernetze stehen zumindest schon mal. Ach, ihr müsst Garn haben. Ja, warte mal, wir müssen Garn verkaufen. Garn, wo ist es? Wolle, Stahlstab. Ah, wo ist denn Garn gewesen? Weiß nicht, hier irgendwo. Pilz, Wolle, Silbererz, Seide. Ah, hier ist Garn. So. Was heißt denn das Blaue eigentlich, dieser blaue Punkt? Eier. Okay. Oh, wir haben übrigens 2 Schweine schon. Schön. Wow, wir haben so viele offene Baustellen. Ich bin echt dafür, bevor wir jetzt mit der Baumeistergilde weitermachen, dass wir wirklich erstmal das hier fertig bauen. Alles. Und dann uns vielleicht mal einen kleinen Vorrat ansammeln. Weil so wie es jetzt läuft, ist es ja einfach nur schlimm. Und es ist ja nie was wirklich fertig, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Weil, wenn wir uns das mal angucken, hier fehlen nochmal ein paar Dächer. Wieso baut ihr denn zuerst die Dächer? Baut euch doch erstmal Wände. Boah, Wahnsinn. Ich meine, gut, das ist halt den Strukturen geschuldet, ne? This is a big, big problem. Kann so bleiben. Ich komme auch überhaupt nicht hinterher mit dem Wald, ne? Wenn man sich mal anguckt, was hier hinten noch an fertigen Bäumen schon rumsteht, ist das halt Wahnsinn. So, was verkauft ihr denn? Vielleicht können wir uns ja hier mal ein bisschen bereichern wieder. Aber müssen wir, wenn, dann hier hingehen. Unwichtig. Unwichtig. Stein der Weisen. Der Airy Otter ist hier auch. Der Airy Otter. Airy Otterton. Oh, wir haben sogar Bierfässer da. Krass. Wie viel Geld haben denn die einzelnen Familien? Achso, sieht man ja nicht hier, sondern hier. Also, die Familie Pief besitzt fast 4 Gold. Okay. Die Fontemei... Boah, was? Ja, gut, okay, die verkaufen ja auch nur noch. Fast 11 Gold.
Die Osmonds, ja gut, okay, das ist viel von mir. Die Cubbins haben zwei. Ihr habt aktuell ein Gold. Ihr habt 5 Gold. Habe ich euch nicht Gold gegeben? Ihr dürftet theoretisch gar nicht arbeiten können. Naja, gut. So soll es dann sein. Ja, also wir werden hier ein bisschen durchpowern. Ich hoffe, die Angeln stehen jetzt. Ja, sehr gut. Und man produziert auch wieder Fische. Sehr gut. Ja, gut, dass eure Hütte einfach nie fertig wird, das ist, steht in einem anderen und an einem anderen Stern. Alter, dieses Ding geht auch überhaupt nicht vorwärts. Boah, ich bin echt gespannt, wenn der Winter kommt, wie das wird. Das kann echt ein richtiges Problem werden. Steht er schon wieder in der Ecke da? Oder sie? Da wird sich geliebt. Wer seid ihr? Hector und Coswin? Seid ihr ein Paar? Ach nee, ihr seid Brüder. Aber ihr versteht euch trotzdem gut. Das freut mich. So, hier liegt immer Getreide und Wolle rum. Und keiner weiß, wo es hinkommt. Hier kommt Wolle rein. Achso, hier ist aber kein Platz mehr. Wo habt ihr denn eigentlich euer Gold? Achso, das ist hier drin, okay. Ich glaube, Gold nimmt auch keinen Platz weg, ne? Boah, ihr habt ja gar kein Geld mehr. Die Shrine, ach Gott, hier. Ja, ein bisschen Kupfer kommt nochmal dazu. So, na gut, immerhin können schon mal alle im Bett schlafen, das freut mich. Da wird nochmal ein bisschen Feuer angemacht, damit es auch ein bisschen wärmer ist hier. Ich weiß nicht, wie weit dieses Feuer reicht. Gar nicht mal so weit. Shit. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst vorm Winter tatsächlich. Nicht, dass wir hier alle hops gehen. Und so wie in Stranded Alien Dawn, dass ich mal kurzzeitig ein paar Heizkörper aufstelle mit Strom, das wird hier nicht möglich sein im Mittelalter. Schwierig, schwierig. Naja, wir werden es schon schaffen, wa? Irgendwie. Kann ich eigentlich auch eine neue Verbindung nach draußen bauen? Also ich meine, hier würde es sich ja voll anbieten. Das habe ich umgeändert, ne? Ja, okay. Wächst eigentlich was im Winter? Nee, ne? Im Winter seid ihr komplett raus. Also im Winter macht es tatsächlich Sinn, unsere Farm umziehen zu lassen. Das Problem ist leider, ich komme halt nicht auf die andere Seite. Das würde ich tatsächlich gerne machen. Dass ich die Farm wahrscheinlich hier irgendwo hinschmeiße. Aber irgendwann erst. Übrigens haben wir schon mal gesehen, was hier an Untertanen alles mittlerweile da ist, ja. Gerber, Metzger, Jagdreviere, Windmühlen. Eine Bäckerei, eine Dederwerkstatt, ein Bogner. Schneider, Seilerei, Brauerei, Glasbläserei, Bergbaufeld, Maurerwerkstatt, Schmelzofen, Schmiedeschreiner, Baumeistergilde. Hier haben wir, glaube ich, alles gebaut. Aber das hier sind quasi alles noch Berufe und Berufsfelder, die wir noch nicht mal ansatzweise haben. Also ihr könnt euch vielleicht jetzt ungefähr vorstellen, wie groß dieses Spiel noch wird. Ich meine, gut, wir haben die halbe Karte, naja, halbe Karte, ein Drittel der Karte noch nach oben offen. Und wenn die Berge und sowas irgendwann mal weg sind,
Dann haben wir ja beispielsweise hier auch nochmal ganz, ganz viel Platz. Aber trotzdem, das ist schon. Das ist schon komplex, das Spiel. Also ich meine, klar, es ist ein Dynastiespiel, ne? Also wäre schlimm, wenn es jetzt nach einem Jahr oder nach 2 Jahren schon komplett fertig wäre. Aber, puh. Oder die Waldfee. Das ist schön. So, was verkauften ihr? Okay, das ist Quatsch. Da werden die Sachen wieder eingepackt. Oh, der hat gar nichts mehr. Okay. Da hat man sich ein wenig verbaut. Na, ganz ehrlich, notfalls baue ich das Haus hier aus Stroh erstmal. Hauptsache, wir haben im Winter das Haus fertig. Warum liegt hier ein toter Wolf? Im Besitz der Familie Humboldt. Was? An Sonntag und während Feierlichkeiten findet kein Handel statt. Ah ja, heute wird nicht gehandelt. Warum liegt hier ein toter Wolf? Ja, Birnbaum. Birnenbaum. Also, heute dürfen wir nicht handeln. Was hat denn der Neue mitgebracht? Oh, Bier. Da wird sich aber eine Familie freuen. Wir kriegen einfach kein Dach drauf. So schlimm. Oh, es dauert so lange. Es dauert so lange. Alter, die Taverne, wie voll sie aber auch ist. Ich könnte eventuell hier nochmal einen Tisch hinsetzen irgendwann. Ich meine, noch einmal Platz. Ich frage mich auch, wie neue Familien hier reinkommen. Also, die haben ja gesagt, wenn hier irgendwann alles mal schön ist. Oh, wir haben sogar freie Betten. Schön. Und die Familien quasi das toll finden, dann kommen ja auch welche dazu. Allerdings habe ich ja bis jetzt immer nur Karawanenhändler. Also bis jetzt weiß ich es noch nicht, wie das funktionieren soll. Das sind ja eh Birnbäume. Ich meine, gut, Essen haben wir, glaube ich, mehr als genug. Oh, eine neue Familie möchte sich in deinem Dorf ansiedeln. Stopp. Die Familie Davy hätte gern einen königlichen Wald, eine Taverne. Ach nee, die können da arbeiten. So, damit ist meine Frage beantwortet. Oh, eine zweite Holzfällerfamilie wäre so geil. Oh, es macht eigentlich voll Sinn, eine zweite zu holen, weil wir halt so enorm unter Materialmangel leiden. Ich meine, ich kann ja auch zu Dienern irgendwann machen. Ah, ich bin mir unsicher. Eigentlich hätte ich gern andere Berufe. Sorry, ich nehme sie nicht auf. Denn ich glaube, Holz ist nicht das der Endrohstoff, den wir hier haben werden, sondern ich glaube, irgendwann geht es halt auch Richtung Stein, ne? Ich glaube, da ist Stein fast irgendwann wichtiger als Holz. Ah, schwierig. Aber diese Hütte wird auch einfach gar nicht fertig gebaut. Warte mal, wir machen hier mal bitte neues Verhältnis 1:1 wieder. Blaubeeren, Pilze, Lehm. Also Lehm können wir mal bitte hier kurz wegmachen. Ich wüsste nicht, warum ich Lehm sammeln soll. Was ist denn das hier? Getreide. Aha.
Fässer haben wir hier auch gar nicht drin, ne? Bücherschrank. Können wir hier irgendwo Fässer mal bauen? Ich meine, das können wir später auch nochmal alles ausbauen, weil ich werde mir überall noch ein bisschen Getreide rumliegen. Oh, da hat irgendjemand was gekauft. So, alle wieder. Ja, alle wieder hier drin. Oh, den halben Herbst haben wir schon hinter uns. Ach du Scheiße. Ackerlandqualität geht auch bergab. Ja, wir müssen vielleicht auch mal Regenerationszeit einstellen. Dorfbewohner ignorieren mit der niedrigsten Bodenqualität, damit sie sich regenerieren kann. Ja. 10% des Ackerlands bitte als Regeneration. Oh, was? Zwei Kinder wurden geboren? Hör auf. Notvorrat. Wieder gute Mahlzeiten. Danke. Heranwachsende Dorfbewohner vollführen keine schwere körperliche Arbeit. Alter, die hat Zwillinge bekommen? What? Where is the peeps? Alfred und Olympia. Nee, warte mal. Wer hat denn jetzt Kinder bekommen? Jugendlich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Einer. Also hier ist ein Kind dazugekommen. Das stimmt. Wer hat denn noch ein Kind bekommen? Zwei, vier, sechs... Die Fontemais haben noch ein Kind bekommen. Le Fontemais haben noch. Ja, entweder Adrian oder Eusebio. Eusebius, so rum. Ja, kann ja nur Adrian sein. Oder Adrian. Weil der hat nur ein... Ach du Scheiße, wo brauche ich denn jetzt noch ein Bett hin? Okay. Ich hab keine Ahnung. Bauen wir hier noch ein Bett hin? Erstmal provisorisch. Müssen wir aber wahrscheinlich jetzt anbauen. Die bleiben auch ihr Leben lang in diesem Haus wohnen, oder? Was ich mich gerade frage. Also ist das Spiel so komplex, dass Kinder nur gezeugt werden können, wenn Eltern ihre eigenen Schlafzimmer haben? Oder ist das egal? Antwort, es ist egal, weil die haben ja auch Kinder bekommen. Warum baue ich dann einzelne Räume? Das nimmt ja nur Platz weg. Dann macht das durchaus mehr Sinn, dass ich einfach... Oder man baut halt nur einen großen Raum, der quasi so als Schlafgemach gilt, ja, genutzt wird. Also quasi sowas hier, nur halt ein bisschen größer. Und baut dann die restlichen Sachen quasi in den anderen Raum. Also Küche und alles, was so an Lagerstätten ist. Mehr braucht man ja prinzipiell nicht. Ich finde es mit eigenen Räumen tatsächlich schöner. Aber wenn die sich jetzt hier alle vermehren wie die Karnickel und ich irgendwann eine Familie habe, die aus, keine Ahnung, übertrieben gesagt 14 Leuten besteht, na dann werde ich aber einen Teufel tun und 14 Leute versuchen, in einzelne Räume zu bekommen. Weil dann kannst du ja die Karte tatsächlich in 5, 6 Jahren komplett vergessen. Da macht das ja hier durchaus mehr Sinn. Oh, die kommen einfach nicht voran. Ich
meine, es ist wunderschön, dass die Holzfällerfamilie, Alter, die Wölfe sind schon wieder auf der Yacht, dass die Holzfällerfamilie jetzt Nachwuchs bekommen hat. Bedeutet also ein Arbeiter mehr im Wald. Ah, der Wolf ist weg. Ich habe gerade drauf geachtet. Oh, wieso könnt ihr diese beschissene Taverne nicht endlich mal fertig bauen? Das ist ja unfassbar. Und warum habt ihr einen Stein und zwei Lehm hier drin? Das ist doch auch Quatsch. Für was habt ihr Lehm? Sag mal, gab's nicht auch Lehmwände? Ah, da brauche ich Holzstäbe dafür. Ja, macht ja Sinn. Klar, muss ja irgendwie festhalten. So, Steinblöcke. Ich könnte Steine bauen. Oder aus Kalkstein. Ich brauche unbedingt einen Steinmetz. Ach, hier, guck mal. Die Fässer sind gebaut. Und das Getreide geht da trotzdem nicht rein. Wo wird denn Getreide gelagert? Bestimmt im Silo, wa? Ja. Gut, dann machen wir ein Silo. Wir müssen hier wahrscheinlich auch mal ein Silo bauen. Silo, Silo. Bauen wir mal zwei. Warte mal, dann machen wir es aber anders. Nee, wir lassen es so. Alles gut. So, jetzt stimmt's. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, da hat jemand Pocken. Stislav wohnt im Mai. Zugewiesene Zone 2. Alt schläft. Ach ja, die sterben ja auch irgendwann. Ach du Scheiße. I have forgotten that. Ugh. Das ist ärgerlich. So, da wird wieder Geld eingelagert. Alter Schwede, haben die viel. 13 Gold. Wie viel haben wir denn mittlerweile wieder? 54. Naja. Das ist doch schön. Wie schnell altern Menschen? Das ist so die nächste Frage, die ich mir gerade stelle. Wie schnell altern die Leute hier? Muss mal ganz kurz was anders machen. Mach mal das bitte weg. Wow, ich habe gerade Verhütung gelesen. Land, auf dem im Schmelzhüttenmaterial aus Erzen gewonnen wird. Wunderbar. Euch brauche ich ja überhaupt gar nicht. Nee, sorry. Die Familie Hood ist aber sowas von verkehrt hier. So. Ach, da fehlt ein Boden. Scheiße, welcher ist denn das Wichter? Es geht einfach überhaupt nicht vorwärts. Ich weiß übrigens auch immer noch nicht, wie ich Holzstöckchen herstelle. Armbrust, alles unwichtig. Edelsteine, es gibt, Alter, hier, Lavendel, es gibt so viele Sachen. Was bist du denn? Steinstatue. Du Scheiße. Feuerstelle. Okay, brauche ich Ziegel für. Holzfenster aus Glas. Narzissenblumentopf aus dem Brett. Einmal Wachs. Ja gut, Möbel war, Möbel sind Möbel. Production. Butterfass. Feiertheke. Rednerpult. Wahrscheinlich für eine Kirche irgendwann. Die Kirche müssen wir übrigens aussetzen, weil es gibt nicht umsonst die Sonntagsgottesdienste. Ja gut, Dächer und so weiter ist klar.
Hier wird auch später bestimmt noch einiges dazukommen, wenn wir noch ein paar mehr Sachen haben. Rostiger Bücherschrank. Fleischerhaken. Gut, brauchen wir Fleisch. Haben wir aber eigentlich. Können wir bestimmt hier setzen, oder? Nein. Gut, brauchen wir wahrscheinlich einen Jäger oder einen, ja, einen Jäger dafür. Den hätte ich übrigens auch gerne, den Jäger. Aber erstmal später. Oh! Oh! Oh, 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 oh! Der Fischer ist gleich fertig mit seiner Wohnung. Jetzt weiß ich auch, wo das ganze Holzzimmer hingeht. Da oben. Zum Fischer. Na, das ist ja toll. Na gut, immerhin eine Hütte ist nochmal fertig geworden. Das erfreut mich. Also das erfreut mich wirklich, dass er mal hier seine Hütte bauen kann. Ja, er hat sogar noch ein bisschen Geld übrig. Drei Garn. Garn. Und auch der Rest sieht gut aus. Sehr schön. Der Kollege hier hinten, also die Architektenfamilie, ist tatsächlich auch fast fertig. Da fehlt nur noch ein bisschen Dach und eine einzige Wand. Und die Taverne ist auch kurz vorm Ende. Also ich bin sehr optimistisch, dass wir in der nächsten Folge tatsächlich alle Häuser fertig kriegen. Zumindest erstmal von den Grundstrukturen. Wie gesagt, Dach wird ein anderes Thema. Oh, hier wird übrigens Boden gebaut. Dach wird ein ganz, ganz anderes Thema. Da kommen wir, ja, wahrscheinlich erst so im nächsten Jahr vielleicht dazu. Die Taverne hat übrigens auch gar kein Dach, ne? Was muss der setzen? Wir der Taverne geben wir ein Strohdach. So, damit die zumindest im Winter jetzt irgendwas haben. Und ihr Landwirte kriegt bitte auch ein Strohdach. Müssen wir dann im nächsten Jahr umbauen. Aber Hauptsache, ihr knallt euch jetzt hier die letzten Herbsttage noch ein Dach aufs Haus. Aber ansonsten, glaube ich, wird der Winter eng. Wieso habt ihr ein Bierfass hier rumliegen? Das muss doch hier rein. Oh, übrigens, das Haus ist fast fertig. Es fehlt eine einzige Wand noch. Da oben fehlen nur noch vier Wände oder fünf. Und hier fehlt auch nur noch eine. Oh! Vielleicht schaffen wir es doch noch, vor dem Winter alle Häuser zu bauen und mit Dächern auszustatten. Außer unserem Palast. Also der Palast in Anführungsstrichen. Das ist ja unterirdisch, was wir da gebaut haben. So, meine Damen und Herren. Wir machen aber erstmal Schluss für dieses Wochenende. Sehen uns nächsten Samstag dann wieder. Machen wir Stufe 1. Und dann werden wir den Winter begrüßen. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst vor dem Winter. Ich glaube, das könnte arg schief gehen. Aber ja, hoffen wir mal, dass es irgendwie dafür reicht, dass wir überleben. Ja, mal gucken. Ich habe noch keinen Winter erlebt. Also, es wird für uns alle eine neue Erfahrung sein. So, erstmal herzlichen Dank. Bis dahin sage ich auf Wiedersehen. Und habt einen guten Start in die neue Woche morgen. Adios.